nächsten Gespräch. Wir freuen uns auf Laura Neugebauer, BVV Berlin-Mitte für die Grünen und Dr. Manuela Bauche. Bitte on stage. Ja, herzlich willkommen an Frau Neugebauer, an Laura Neugebauer, die Vorsitzende ist von der Fraktion Die Grünen in der BVV Mitte. Ich warte nur darauf, dass der Sound jetzt. Genau, also herzlich willkommen an Laura Neugebauer. Sie ist eine der beiden Vorsitzenden der Fraktion Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte. Schön, dass Sie da sind. Das ist jetzt das sechste Fest zur Umbenennung der M-Straße in Mitte. Soll ich kurz eine Pause machen, dass wir das einstellen? Okay. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Schatten, aber warum ist es Ihnen wichtig, jetzt hier bei 30 Grad bei dem Fest dabei zu sein? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mir ist es wichtig, weil ich mich jetzt seit 2016 vor allem mit dem Thema Straßenumbenennung beschäftige, mich auch mit dem afrikanischen Viertel beschäftige, dort auch beim Beschluss mit dabei war für die Umbenennung. Und es mir wirklich ein Anliegen ist, dass auch diese Straße mit dazukommt zu den Straßen, die umbenannt wurden. Und es da aber tatsächlich noch einiges zu tun gibt, bevor das passieren kann. Und diesen Prozess einfach voranzutreiben, für mich unglaublich wichtig ist auch an der Stelle. Genau, Sie haben ja schon erwähnt, und vielleicht können wir da nochmal so einen ganz kleinen Schritt zurückgehen oder einen Schritt ein bisschen weggehen von der M-Straße, in deren Umgebung wir uns gerade befinden, und in den Wedding schauen, für den Sie ja auch zuständig sind, da der Wedding ja auch zum Bezirk Mitte gehört, und da in das sogenannte afrikanische Viertel schauen. Das ja seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert besteht, mit vielen Namen, die kolonialistische Züge aufweisen und insofern sozusagen so ein großes kolonialistisches Flächendenkmal darstellt. Und da ist ja 2016, also da ist ja seit Jahrzehnten jetzt bald, sind viele Kämpfe, und viele derjenigen, die jetzt hier versammelt sind, sind ja auch Teil dieser Kämpfe für eine Umbenennung von vielen der Straßen, die dort zu finden sind. Und jetzt 2016 ist ja in der BVV Mitte beschlossen worden, dass drei der Straßen im afrikanischen Viertel umbenannt werden nach Persönlichkeiten des antikolonialen Widerstands, afrikanischen antikolonialen Widerstands und nach Begebenheiten des antikolonialen Widerstands. Da ist jetzt also eine ganze Menge eigentlich passiert. Da war wahnsinnig viel Kraft drin, da waren auch viele öffentliche Debatten drin, viel öffentlicher Streit drin. 2016 dann endlich diese Umbenennung, und jetzt ist es extrem still geworden darum. Was passiert da jetzt eigentlich in nächster Zeit? Also so still ist es tatsächlich nicht geworden, weil ich fast jeden Monat mich in der BVV noch mit den Leuten von pro-afrikanisches Viertel rumschlagen darf, die diverse Einwohnerinnen-Anfragen stellen, wo es immer noch nicht angekommen ist, dass diese Namen kritisch sind und dass diese Namen weggehören und dass dieser Perspektivwechsel wirklich kommen muss. Was jetzt passiert ist, mit dem Beschluss jetzt geht der ganze rechtliche Stein ist jetzt im Rollen. Das heißt, es wurden Widersprüche eingereicht von den Anwohnern, die werden jetzt geprüft. Ich bin aber sehr optimistisch, dass den Widersprüchen nicht standgegeben wird. Und wenn das juristisch geklärt ist, kommt die Umbenennung de facto. Was sind das für Widersprüche? Vielleicht, dass man so ein paar Beispiele gibt. Wie haben diese Widersprüche Aussicht auf Erfolg? Also die Widersprüche sind natürlich in Bezug auf die Namen, und das ist ein Widerspruch gegen die Umbenennung der Straßen. Ich bin sehr optimistisch, dass sie keinen Erfolg haben werden, weil wenn man sich die Namen anguckt, dann ist bereits in anderen Städten mehrfach die Umbenennung erfolgt. Und dort ist es auch vor Verwaltungsgerichte gegangen, und dort ist es auch der Widerspruch gescheitert gegen die Umbenennung. Und dementsprechend bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass diese Umbenennung auch erfolgen wird. Und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann sie tatsächlich da ist. Und Frage der Zeit heißt konkret, von welchem Zeitpunkt sprechen wir? Wann können wir die Anna-Mungunda-Straße und die Anna-Mungunda-Allee, die Madi-Madi-Allee und so weiter erwarten?
Das ist natürlich die große Frage. Wir hatten mit der Karl-Heinrich-Röhrich-Straße ja schon mal eine Umbenennung in Mitte, die sehr lange gedauert hat, weil es dann zum Rechtsstreit kam tatsächlich. Und deswegen ist die genaue Jahreszahl halt sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich hätte es am liebsten morgen. Okay, gut. Ja, ich höre aus dem Publikum, ich auch. Ich glaube, viele hätten sie am liebsten sofort. Ich werde hier, okay, ja, alles klar, ich werde hier immer so ein bisschen abgeschnitten, ich hoffe, alles gut. Gut, schauen wir mal, kommen wir nochmal hier sozusagen an diesen Ort wieder und schauen uns aber gleichzeitig, soll ich weg von der Box? So, schauen uns gleichzeitig auch an, was berlinweit eigentlich passiert, denn die Grünen sind ja jetzt zumindest auf der Ebene des Abgeordnetenhauses extrem aktiv gerade, hat man das Gefühl. Also die preschen gerade extrem vor. Sie waren mitinitiativ bei der Einreichung des Antrags für ein stadtweites Erinnerungskonzept zum Thema Kolonialismus in Berlin. Der Antrag ist ja jetzt gerade Anfang der Woche positiv beschieden worden im Abgeordnetenhaus. Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus agiert jetzt gerade auch so ein bisschen als Facilitator, habe ich das Gefühl, für das Thema Dekolonisierung. Es gab jetzt gerade so eine große Veranstaltungsreihe, die glaube ich immer noch, ich glaube die letzte Veranstaltung wird im Oktober stattfinden, zum Thema Dekolonisierung in verschiedenen Bereichen, im Bereich öffentlicher Raum, im Bereich Bildung und so weiter. Also da gibt es eine extreme Aktivität, aber wenn man jetzt in die Bezirk geschaut, hat man das Gefühl, da agieren die Grünen vielleicht so ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt auch gerade in Bezug auf die Umbenennung hier der M-Straße, was ist da eigentlich die Position der Grünen und was kann man da machen? Wird es einen Antrag geben der Grünen zur Umbenennung? Also wir sind jetzt gerade dabei, diesen Prozess ins Rollen zu bringen. Auch beim afrikanischen Viertel war ja ein langer Prozess im Vorhinein. Mit einem Erinnerungsort, mit einem Beteiligungsprozess, der dann im Endeffekt zu den Namen geführt hat, die wir jetzt beschlossen haben. An der Stelle auch so ist dieser Prozess zu einem gewissen Maß tatsächlich das Vorbild, nach dem man hier vorgehen kann, um das Verfahren zu gestalten. Es gibt den wichtigen Unterschied, dass wir hier als Bezirk, was die Umbenennung selber angeht, relativ geringen Einfluss haben. Die Straßenbenennung ist im Berliner Straßengesetz recht klar geklärt. Es ist fast alle Personennamen liegt das Umbenennungsrecht auf Bezirksebene. Und dann gibt es diesen einen Fall, wo es kein Personenname ist, wo es nicht geregelt ist, ob umbenannt werden kann, also wo dem Bezirk nicht das Recht gegeben ist, umzubenennen. Das ist tatsächlich dann eine Sache, die man über Landesebene auch regeln kann, wo aufgrund von einer überregionalen Schlagkraft der Landesbeschluss dann gefasst werden muss, die Straße umzubenennen. Das müssen Sie jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen auseinandernehmen. Sie haben gesagt, die Bezirke dürfen Straßen umbenennen, die Namen von Personen tragen. Genau. Welche Straßen dürfen Sie Ihrer Meinung nach nicht umbenennen? Vielleicht das nochmal. Was ist Landeshoheit, sagen Sie? Die rechtliche Lage, also es ist halt nicht rechtlich definiert, welche Straßen, die nicht personengebunden sind, umbenannt werden können. Das ist für mich auch ein großes Problem, weil das halt es schwierig macht, einen Rechtsbeschluss zu fassen. Da ist es für mich auch wichtig, also aus unserer Perspektive wichtig, dass das Gesetz muss an der Stelle auch geändert werden, damit die Bezirke auch entscheiden können, dass diskriminierende Straßennamen, die sich halt nicht an Personen festhalten, mit aufgenommen werden in dieses Gesetz und es im Endeffekt dazu führt, dass man auch diese Namen leichter auf bezirklicher Ebene schon umbenennen kann und dafür keinen Landesbeschluss braucht. Und das ist halt ein Weg, auf dem wir uns aber trotzdem, wir nicht in der Entscheidungsmacht sind, in Mitte auf den Weg machen. Wir haben jetzt im Moment auch Haushaltsverhandlungen. Wir werden in 2 Wochen den Haushalt beschließen mit einem Änderungsantrag von Grünen und SPD und da werden unter anderem 20.000 Euro auch dabei sein für Erinnerungskultur im Bereich der M-Straße, was für uns so der erste Schritt ist in Richtung, wir wollen hier wirklich das Zeichen setzen und wir wollen uns auf den Weg begeben, diese Straße und diesen Straßennamen zu ändern.
Erinnerungskultur in der M-Straße würde ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht doch nochmal ganz kurz, weil ich habe vorhin nicht ganz viel mitbekommen von dem Gespräch zwischen Karen Taylor und Klaus Lederer, aber zumindest so ein bisschen, dass da Klaus Lederer eigentlich gesagt hat, die Initiative muss jetzt von den Bezirken ausgehen. Und so ist es ja eigentlich auch formuliert in dem Antrag zum stadtweiten Erinnerungskonzept, dass der Senat die Bezirke unterstützen wird bei der Umbenennung von Straßen, die Namen tragen, die zum Beispiel Personengruppen herabwürdigen, was ja im Fall der M-Straße ganz klar der Fall ist. Das heißt, Klaus Lederer hat gesagt, okay, die Bezirke müssen initiativ werden. Sie sagen jetzt, das Land soll initiativ werden. Wann werden Sie ins Gespräch darüber kommen? Also wir hoffen natürlich auch, dass wir als Bezirk tatsächlich eingebunden werden in dieses Konzept, wie es gerade eben gesagt wurde. Und ich glaube, das ist auch ein guter Kanal, dort ins Gespräch zu kommen und auch auf diesen Missstand an der Stelle hinzuweisen und dazu beizutragen, dass halt klar die Unterstützung da ist bei personenbezogenen Namen, aber wir brauchen sie halt eben auch bei den Namen, die eben nicht personenbezogen sind, aber trotzdem aus der heutigen Sicht und dem heutigen Demokratieverständnis diskriminierend sind. Genau, aber also da, ich möchte da doch noch mal ganz kurz drauf rumhaken, weil wie ich den Beschluss, also den Antrag verstehe, der jetzt gerade verabschiedet worden ist, haben Sie ja als Bezirk auf jeden Fall die Unterstützung bei bei Straßennamen, die auch über Personenbenennungen hinausgehen. So ist es ja wirklich ganz explizit formuliert in dem Antrag. Also ich kann es auch noch mal kurz vorlesen. Hier steht ja, in Fällen, wo die Herabwürdigung von Bevölkerungsgruppen fortgeschrieben wird oder das koloniale Unrecht durch die Heroisierung von Personenorten, militärischen Ereignissen und so weiter verharmlost wird, soll der Senat die Bezirke bei der Umbenennung dieser Straßen und Plätze unterstützen. Das heißt, die Unterstützung haben Sie jetzt zumindest auf dem Papier. Auf dem Papier, aber da fehlt für uns halt noch der Senatsbeschluss zu dem Teil, beziehungsweise die Gesetzesänderung. Es ist halt die zwei Wege, die gegangen werden können. Entweder es ist ein Senatsbeschluss, wo sich für die Umbenennung entschieden wird, oder es ist halt im Endeffekt eine Änderung des Gesetzestextes. Aber das ist halt die rechtliche Grundlage, die wir als Bezirk brauchen, um dort aktiv zu werden und das auch aktiv weiter voranzutreiben und halt nicht nur die Vorbereitung für diesen Prozess zu machen. Wie sieht es denn in der Bezirksverordnetenversammlung insgesamt aus, auch mit den anderen Fraktionen? Denn es reicht ja vermutlich nicht, wenn jetzt die Grünen allein sich für eine Umbenennung der M-Straße einsetzen. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, dann hat noch letztes Jahr im Vorfeld hier des M-Straßenfestes vor einem Jahr die Vorsitzende der SPD-Fraktion sich so geäußert, dass sie gesagt hat, sie sieht eigentlich keine Notwendigkeit für die Umbenennung der M-Straße. Und ihr schwebt viel eher vor, dass die M-Straße zu einem Lern- und Erinnerungsort umgestaltet würde. Das heißt, mit wie viel Unterstützung können Sie da rechnen oder mit wie viel Widerstand müssen Sie auch rechnen? Also vorhin hat ja schon Herr Zardo geredet, auch für die SPD, und hat dort sehr aktiv darauf hingewiesen, dass die SPD sich stark macht. Ich hoffe, dass das auch in Mitte der Fall sein wird. Der Erinnerungsort ist tatsächlich bei uns auch in der Zielgemeinschaft zwischen Grünen und SPD geregelt, und ich hoffe, dass der schnell umgesetzt wird. Auch das afrikanische Viertel hatte erst einen Erinnerungsort, bevor es umbenannt wurde. Aber ich hoffe, dass wir das nach dem Erinnerungsort die nächste Sache ist, die wir angehen können, tatsächlich auch gemeinsam. Genau, weil, also wenn ich jetzt mal gerade hier mit so einer aktivistischen Position sprechen darf und nicht nur als Moderatorin, ich denke, dass es ein schwieriger, oder was ja unbedingt notwendig wäre, wenn es die Idee zu einem Erinnerungsort gibt, die unmittelbar und ganz fest zu knüpfen an die Forderungen und an den Plan der Umbenennung. Denn was ja nicht, was ja durch problematisch wäre, und hat sich ja auch das Bündnis Decolonize Berlin und haben sich Vertreterinnen der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ja auch schon geäußert, in der Vergangenheit. Eine ganz schöne, also euphemistisch gesagt, eine ganz schöne Schieflage wäre es, wenn es einen Lern- und Erinnerungsort gäbe an einem Ort, der eine rassistische Fremdbezeichnung trägt. Wie lässt sich das vereinbaren? Also für mich ist es vollkommen klar, dass es nur der erste Schritt ist in dem ganzen Prozess, in dem Umbenennungsprozess. Es ist nicht das Ende, und es soll auch definitiv aus grüner Perspektive nicht das Ende sein, sondern vielmehr der Aufbruch hin zur Umbenennung. Das ist dann tatsächlich in der Umsetzung
der jetzt beginnt, dieses Erinnerungsortes, ist der Prozess noch sehr offen, weil halt das bis jetzt noch nicht festgelegt wird, wie dieser Erinnerungsort tatsächlich umgesetzt werden kann. Und da tatsächlich dann auch, hoffe ich zumindest, Initiativen mit an den Tisch gebeten werden, wie man das so umsetzen kann, dass es halt wirklich dieser erste Schritt ist und nicht das Ende der Fadenstange. Und können Sie konkretisieren, was Sie, trotzdem Sie sagen, man müsste mit Initiativen da ins Gespräch kommen, was Sie verstehen unter einem Erinnerungsort M-Straße? Ich verstehe unter einem Erinnerungsort einen Ort, der sich kritisch mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzt, der auch darauf hinweist, warum der Begriff kritisch ist, warum der Begriff halt nicht ins Straßenbild gehört. Ich verstehe darunter einen Perspektivwechsel und ich verstehe auch vor allem darunter ein Ändern der Richtung, wie mit diesem Thema umgegangen wird an der Stelle. Okay. Vielleicht, eigentlich möchte ich fast zum Abschluss nochmal so ein bisschen erinnern, auch wenn das im Laufe des Tages sicher irgendwie häufiger kam, aber ich glaube, was man so, wenn man über diese detaillierten Schritte nochmal spricht, was könnte passieren, ja so ein bisschen vergisst, ist auch nochmal so den großen Rahmen irgendwie zu zeichnen, an welchem historischen Ort befinden wir uns hier eigentlich und auch nochmal sagen, dass ja, wir haben jetzt viel über diese rassistische Fremdbezeichnung gesprochen, aber das ist ja nicht die einzige Problematik an der Benennung der M-Straße, sondern ja auch, dass sie mit ihrem Namen verweist auf eine koloniale Praxis, auf eine vorkoloniale Praxis des Versklavungshandels von Brandenburg-Preußen, auf die Präsenz von schwarzen Menschen, die verschleppt worden sind, auch von der brandenburgischen Kompanie, unter anderem nach Berlin und die ja gar nicht so weit von hier, nämlich im alten kurfürstlichen Schloss, als Kammerdiener, Hofmusikanten und so weiter tätig waren, an dem Ort, an dem jetzt dieses Schloss oder zumindest die Schlossfassade wieder aufgebaut wird. Vielleicht, ja, können Sie uns da nochmal so ein bisschen was auf den Weg geben, was jetzt die Position der Grünen dazu ist, sozusagen zu dieser Komponente einerseits sozusagen gegen eine rassistische Fremdbezeichnung vorzugehen, aber andererseits ja auch nochmal eine andere Art von Erinnerungspolitik machen zu wollen. Also Sie haben ja vorhin schon die Veranstaltung auf Landesebene auch angesprochen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die Kolonialisierung nicht nur auf einer Ebene und halt nicht nur in der Erinnerungskultur stattfindet, sondern wirklich auf allen Ebenen der Stadtgesellschaft. Das ist natürlich auch eine Sache, für die wir uns weiterhin einsetzen. Ich bin da auch immer wieder dankbar für jeden, wirklich für jedes Triezen und für jedes Schieben in eine Richtung, weil das halt nicht nur bei uns ankommt, sondern auch bei unseren PartnerInnen in der BVV, auf der Landesebene und uns halt auch dann dort es wirklich leichter macht, die Arbeit dort voranzutreiben an der Stelle. Und was ist Ihre Prognose, wann wir das Anton Wilhelm Amo Straßenfest feiern? Ich würde gern sagen, auch morgen, aber das ist halt für mich, ich kann die Gerichte nicht vorhersehen, tut mir leid. Also übermorgen. Okay, danke.